Sie hören Zugvogel, ein Hörspiel nach einer Kurzgeschichte von Philipp Multhaupt. Ich wohne in einem Hotel, in dem es keine Zimmernummern gibt und alle Türen sehen gleich aus. Und niemand traut sich, sein Zimmer zu verlassen, weil jeder Angst hat. Angst, es nicht mehr wiederzufinden. Das Hotel ist groß und ich wohne weit oben. Ich wohne in einem Hotel, in dem es keine Zimmernummern gibt. Alle sehen gleich immer in einem sich sein Zimmer, in dem es keine Zimmernummern gibt, weil jeder Angst hat. Ich wohne in einem Hotel, in dem es keine Zimmernummern gibt. Alle Türen. Ich wohne in einem Hotel, in dem es keine Zimmernummern gibt. Ich wohne in einem Hotel, in dem es keine Zimmernummern gibt. Ich wohne in einem Hotel, in dem es keine Zimmernummern gibt. Alle Türen sind gleich, alle Türen sind gleich, alle Türen sind gleich. Niemand traut sich, sein Zimmer zu verlassen. Jeder Angst hat. Ich wohne in einem Hotel, in dem es keine Zimmernummern gibt. Ich wohne weit oben. Niemand traut sich, sein Zimmer zu verlassen. Das Hotel ist groß. Angst ist nicht mehr wieder. Nicht Zimmer zu verlassen. Denn das Hotel ist groß. Jeder Angst hat. Und ich wohne weit oben. Denn das Hotel ist groß. Denn das Hotel ist groß. Weit oben. Und ich wohne weit oben. Wer ist da? Hier ist der Etagenkellner. Ich bringe hier Essen. Es gibt Bratkartoffeln mit Speck. Aha. Stellen Sie es doch gleich dort vorne auf den Tisch. Ich werde erst später essen. Sagen Sie, verraten Sie mir heute Ihren Namen. Ich habe Ihnen ein neues Buch mitgebracht. Vielleicht hilft Ihnen ja das ein wenig weiter. Ah, wie immer, ein neues Buch? Ja, es geht um einen Piloten, der mit seinem Heißluftballon bis zum Mond fliegt, um die Freiheit zu finden. Eins meiner Lieblingsbücher. Das klingt beängstigend. Ich weiß nicht, ob ich es lesen möchte. Ihr letztes Buch hat mir aber sehr gut gefallen, das mit den Vögeln. Ich ahnte schon, dass es Ihnen gefallen würde. Wussten Sie, dass manche Vogelarten bis zu 10.000 Meter hoch fliegen können? Womöglich können nur noch Gedanken höher fliegen. Noch nicht einmal die. Nur diese Schläfrigen. Scheinbar von fremden Köpfen erdacht, die man nachts bekommt und dann doch zu müde ist, um sie wie einen eingewickelten Bonbon aufzudrehen. Und seit ich hier wohne, habe ich noch keinen Vogel am Fenster gesehen. Wie gern würde ich einen kleinen... Meine Herren, und treten Sie doch vom Fenster zurück. Ich kann nicht aus dem Fenster sehen. Jedes Mal, wenn ich es versuche, befällt mich ein Schwindelgefühl. Ich habe Angst zu fallen, aufzuwachen. Mein Herr! Ich ziehe die Vorhänge zu. Für immer mich. Mir entgeht ja sowieso nichts. Ach, kommen Sie! Fassen Sie mich nicht an! Ein Hotel ohne Uhren, ohne Kalender, ohne Erinnerung, Begegnungen und plötzlich zog jemand ins Nachbarzimmer. Einfach so. Zufällig. Es klopft nicht. Es ist nur ein Schatten, der husten muss. Der Schatten eines Schattens vor der Tür. Der Schatten gibt wohl keine Ruhe. Ich werde nachsehen, was er will. Es war eine schöne Gestalt, ohne Schuhe, mit langem weißem Nachthemd und einer Daunenfeder im Haar. Ja, entschuldigen Sie, wenn ich störe. Ich bin Ihre Nachbarin. Und? Das ist eigentlich alles. Thank you.
Lass uns lieber die Zimmer zählen. Nicht, dass wir uns verirren. Wir verirren uns schon nicht. Aber wenn du dich so sicherer fühlst. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Elende. Neun. Was stellst du dir wahnsinnig? Du nur zwei. Elf. Zwölf. 13. Entschuldigung. 15. 50. 16. 17. 18, wir zählten 19, in dieser 19, Nacht bis 1001. 20, 21, danach waren wir mutig 20, genug und hörten auf zu zählen. Wir gingen im Suitenwald spazieren und fanden zum ersten Mal den Weg aufs Dach. Auf dem Rückweg schalteten wir das Flurlicht aus. Gemeinsam fanden wir den Weg später auch im Dunkeln zurück. Diese Pflanze auf dem Tisch, sie ist wunderschön. Ihre Blütenknospe leuchtet hell wie der Mond. Es ist eine ganz besondere Pflanze. Sie ist in ihrem Topf festgewachsen und sieht der Welt beim Altern zu. Sie ist sehr weise. Welch eine Pracht. Wie wunderschön. Sie wird bald blühen. Woher weißt du das? Ich bin Gärtnerin. Und wenn sie blüht, dann gehe ich und suche mir einen Garten. Und dort pflanze ich sie ein. Du kannst nicht gehen. Wenn du gehst, findest du nicht mehr zurück. Ich muss gehen. Ich brauche meinen Garten. Oh, hallo. Was ist los? Was soll der Mantel? Deine Pflanze, sie blüht. Es ist soweit. Als sie da in ihrem schwarzen Mantel im Türrahmen stand, sah sie aus wie der von Sternen erleuchtete Nachthimmel. Die Blüten der Pflanze hatten sich entfaltet und sahen an ihrem Körper aus wie kleine, fransige Monde. Ich... Shh. Hier, die Blüte. Schenke ich dir. Vielleicht geht es so leichter. Bis sie verblüht. Lebe wohl. Ich... Vielleicht ist es Zeit, schlafen zu gehen. Es ist Zeit für ein neues Buch, eine neue Geschichte. Ich ziehe die Vorhänge auf, denn ich will vorm Einschlafen den Mond leuchten sehen. Ich bin der Seiltänzer der Stadt. Die Straßenlaternen sind die Sterne. Ich tanze höher, als der Mond am Himmel steht. Ich spüre die Gefahr. Ich hoffe, sie wird ihren Garten finden. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, ausgezeichnet. Ich habe Ihr Buch gelesen, Sie können es wiederhaben. Sagen Sie, wären Sie gerne ein Vogel? Ja, ich habe Ihnen ein neues Buch mitgebracht. Wenn Sie es gelesen haben, wird Ihnen vieles klarer sein. Alcatraz Jack, der berühmte amerikanische Ausbrecherkönig. Ich werde es lesen, ja. Ja, ich werde es lesen. Ich werde ein Fenster aufmachen, mich auf das Fensterbrett setzen und dieses Buch lesen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich sollte nach draußen gehen. Vielleicht finde ich den Weg.
Sie hörten Zugvogel, ein Hörspiel nach einer Kurzgeschichte von Philipp Multhaupt. Die Rollen und ihre Sprecher. Ich, Philipp Lorenz. Indianisches Mädchen, Fildan Zirpan. Kellner, Andreas Bulz. Bewohner, Andreas Schumacher. Musik, Alice Bacher. Covergestaltung, Sophia Spieß. Abspann, Annette Stall. Regie, Schnitt und Skript, Benjamin Steinhagen. Eine Hörspielproduktion aus dem Jahre 2014.